Valheims Gameplay Loop orientiert sich an einem boss-basierenden Fortschritt im Stile von Terraria. So motivierend es auch ist, Bosse in einer epischen Schlacht in die Knie zu zwingen, manchmal schlägt der Feind doch härter zu, als ihr zunächst erwartet. Doch verzagt nicht, denn wir sind hier, um euren Speer zu lenken, Wikinger. Um es euch ein wenig leichter zu machen, verraten wir euch in diesem Videoguide für jeden Boss zwei Herangehensweisen. In der klassischen Variante liefert ihr euch ein Duell mit dem Boss. Nur ihr, der Feind und euer treues Schwert. Auch hier werden wir euch natürlich Tipps geben, um mit der bestmöglichen Vorbereitung in den Kampf zu gehen. Mit der alternativen Variante hingegen hebelt ihr die Mechaniken des entsprechenden Bosses komplett aus. Dazu werdet ihr den Kampfplatz auf eine Art und Weise verändern, die dem Boss nicht den Hauch einer Chance lässt. Bevor wir mit unserer Liste beginnen, haben wir einen ermutigenden Tipp für euch. Die meisten Bosse von Valheim sind zwar schwer, regenerieren aber zwischen euren Anläufen keine Lebensenergie. Jeder Schlag zählt, also bleibt hartnäckig. Irgendwann liegt selbst der stärkste Boss zu euren Füßen. Euer erstes Ziel ist der gigantische Hirsch Eiktier. Als Einsteiger-Endgegner hält sich Eiktür stark zurück. Er kann mit ein wenig Übung von jedem Spieler in der klassischen Variante bewältigt werden. Wir empfehlen sogar ausdrücklich, ein oder zwei klassische Versuche zu starten, bevor ihr den Riesenhirsch auf die alternative Art und Weise erlegt. Euer erster Bosskampf stellt sicher, dass ihr auf spätere Gebiete wie den Dunklen Wald vorbereitet seid, denn er macht euch mit wichtigen Mechaniken vertraut. Ihr benötigt eine komplette Lederrüstung, einen Bogen, mindestens 100 Holzpfeile, einen Feuersteinschild und einen Speer. Achtet auch darauf, dass ihr euch vor dem Bosskampf den Ruhebonus in eurer Hütte abholt. Ein 50%iger Bonus auf eure Lebensregeneration und ein 100%iger Bonus auf eure Ausdauerregeneration stellen oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage dar. Das gilt natürlich auch für alle Bosskämpfe. Esst drei unterschiedliche Nahrungsmittel und es kann bereits losgehen, denn Tränke oder ähnliche Hilfsmittel stehen euch in diesem Zeitalter noch nicht zur Verfügung. Eiktür spawnt in einer kleinen pinken Wolke direkt neben seinem Altar, wenn ihr zwei Hirschköpfe darauf opfert. Der Bosselch hat außerdem drei Angriffe, die ihr in unregelmäßigen Abständen in eure Richtung schickt. Das Blitzfeld trifft alles um ihn herum in einem Radius von ca. 10 Metern. Rennt einfach aus seiner Reichweite, wenn ihr seht, wie Eiktür auf die Hinterbeine steigt. Nahkämpfer können auch mit ihrem Holzschild blocken. Die Angriffe sehen böse aus, prallen aber anstandslos von eurem Schild ab. Der Blitzkegel trifft alles in einem Kegel vor Eiktür. Immer wenn der Hirsch in gerader Linie von euch wegläuft, dreht er sich danach um und schießt mit Blitzen. Nahkämpfer können den Angriff blocken, Fernkämpfer gehen einfach hinter einem der Ritualsteine in Deckung. Die Kopfnuss ist der stärkste Angriff von Eiktür und kann unvorbereitete Spieler mit einem Treffer aus der Lederrüstung sprengen. Wenn der Oberhirsch auf euch zurennt und den Kopf senkt, blockt ihr entweder gut oder rennt einfach schlicht und ergreifend davon. Eiktür zielt nicht besonders gut. Generell gilt, dass ihr Eiktürs Angriffen gut ausweichen könnt, indem ihr in einem 45-Grad-Winkel von ihm davonlauft. Das stellt sicher, dass ihr euch weder innerhalb der Reichweite der Flächenangriffe noch direkt vor der tödlichen Kopfnuss befindet. Wenn ihr zusätzlich darauf achtet, dass ihr euch im Notfall hinter die Ritualsteine zurückziehen könnt, habt ihr den Kampf so gut wie gewonnen. Solltet ihr eher ein Anhänger Lokis als ein Krieger Thors sein, möchtet ihr Eiktür vielleicht auf eine ebenso clevere wie passende Art besiegen. Was baut man, wenn man Hirsche jagen will? Richtig, einen Hochstand. Wie ihr in unserem Video erkennt, besteht der betreffende Ausguck lediglich aus einer Plattform, ein paar Treppen und genug Stützen, um das Ganze vor dem Kollaps zu bewahren. Denkt daran, die Werkbank an einem sicheren Ort zu platzieren, denn sonst könnt ihr im laufenden Kampf keine Reparaturen vornehmen. Eine Brüstung verhindert, dass euch Eiktür mit seinen Attacken von eurem Hochsitz schleudert. Bringt an mindestens drei Seiten der Plattform hüfthohe Barrieren an, um eure Position zu sichern. Eine Palisade verhindert, zumindest eine Weile lang, dass Eiktür eure schicke Konstruktion mit einer Kopfnuss in Zahnstocher verwandelt. Platziert die Mauern rings um euren Hochstand und lasst eine kleine Öffnung frei, damit ihr eure Minifestung problemlos betreten und verlassen könnt. Sobald der Kampf beginnt, rennt ihr in euren Hochstand und behagt Eiktür mit Pfeilen. Eiktür selbst wird die meiste Zeit den Palisadenwall eingreifen und versuchen euch mit einem Blitzangriff von eurem Hochstand zu schubsen. Repariert bei Bedarf eure Palisade und ersetzt zerstörte Bauteile. Sollte euch das im laufenden Gefecht zu viel Mikromanagement sein, benutzt ihr einfach die soliden Palisadenbauteile als improvisierte Deckung. Verlasst euch auf eure Sicherungswände, gebt Dauerfeuer und schnappt euch im Anschluss den Kopf von Eiktür. Fertig.
Der Uralte stellt eine völlig andere Kategorie als Eiktür dar. Wer hier ohne einen Plan oder Wissen um die Angriffe des Bosses in den Kampf zieht, bekommt Probleme. Um den Uralten zu finden, müsst ihr Wegvisiersteine in den Grabkammern des Dunklen Waldes erforschen. Denn im Gegensatz zu Eiktür wird euch der Standpunkt des Bosses nicht von Beginn an mitgeteilt. Wir empfehlen euch für diesen Kampf, ein komplettes Bronzeset anzulegen, das im Idealfall auf die höchste derzeit mögliche Stufe gebracht wurde. Schnappt euch in jedem Zeitalter außerdem einen Rundschild, denn mit Turmschilden könnt ihr nicht parieren. Mit der Hilfe des Fermentierers stellt ihr gesunden Met her, während ihr den Rest eures Harzes für mindestens 100 Brandpfeile verwendet. Eure Fernwaffe sollte zu diesem Zeitpunkt ein voll aufgewerteter Edelholzbogen sein. Das nötige Kernholz erhaltet ihr im Dunklen Wald in rauen Mengen. Übrigens, der Hirschzertrümmerer ist eine Falle. Der Riesenhammer sieht zwar toll aus, da der Uralte jedoch gegenüber Hack- und Feuerschaden empfindlich ist, stellen eine Axt oder ein Brandpfeil die bessere Alternative dar. Steckt nun die drei stärksten Nahrungsmittel in die Tasche, die ihr finden könnt, und macht euch auf die Bootsfahrt zum Uralten. Um den Boss zu beschwören, benötigt ihr drei uralte Samen, die ihr als Beute von Grauzwergschamanen, Berserkern oder Grauzwergnestern erhaltet. Die Attacken des Bossbaumes sind ein schweres Stampfen, das alles in Nahkampfreichweite trifft. Der Angriff kann von einem aufgewerteten Bronzebuckler gut geblockt oder pariert werden. Der Uralte lehnt sich dabei zurück und lässt im Anschluss seinen Fuß auf euren Kopf krachen. Wir empfehlen, die Fernkampfvariante samt Feinholzbogen zu wählen, denn wenn der Angriff landet, tut er richtig weh. Haltet Abstand und versteckt euch hinter den Steinsäulen um den Beschwörungsplatz herum, wenn ihr verschnaufen müsst. Beschworene Wurzeln wachsen aus dem Boden, wenn der Uralte seinen Arm hebt. Sobald die ersten Triebe aus dem Boden sprießen, wechselt ihr die Position und lauft hinter eine Säule, die die Wurzeln nicht abdecken. Schießt währenddessen fleißig weiter mit Feuerpfeilen. Der Lianenangriff, der aus dem Arm des Uralten schießt, ist die gefährlichste Attacke des Bosses. Wenn ihr gleich von mehreren Lianen erwischt werdet, ist der Kampf zu Ende. Euer Wikinger verpufft augenblicklich und hinterlässt nur einen traurigen kleinen Grabstein. Glücklicherweise erkennt ihr den Angriff sehr leicht und könnt selbst dann noch hinter eine Säule laufen, wenn sich die Lianen bereits im Anflug befinden. Die Säulen sind unzerbrechlich und leisten euch während des Kampfes gute Dienste. Haltet euch allerdings von den Bäumen fern, denn selbst große Fichten werden von den Angriffen des Uralten entwurzelt. Die faserigen, aus dem Boden sprießenden Lianen sind zum Glück völlig harmlos. Wenn ihr jederzeit aufpasst, dass sich eine Säule zwischen euch und dem Uralten befindet, im Zweifelsfall eure Position wechselt und Dauerfeuer mit euren Brandpfeilen gebt, fällt der Uralte in Windeseile. Wer den Uralten in der alternativen Variante besiegen möchte, packt unbedingt eine Spitzhacke ein. Die Geweihversion von Eiktür oder die Bronzevariante aus der Schmiede sind gleichermaßen geeignet. Bevor ihr den Boss beschwört, bereitet ihr, ähnlich wie bei Eiktür zuvor, den Kampfplatz vor. Diesmal gestaltet sich das Ganze jedoch als deutlich einfacher, denn alles, was ihr tun müsst, ist euch einen Mini-Bunker vor dem Ritualplatz zu graben. Stellt euch an den Rand der Plattform und beginnt dann nach unten zu graben. Sobald ihr den Rand des Ritualplatzes ausgegraben habt, unterminiert ihr die Plattform, indem ihr euch schräg unter die Steine buddelt. Grabt eine kleine Rampe, die es euch ermöglicht, den Boss anzuschießen und aus dem Loch zu hüpfen. Ein paar kleine Plattformen erleichtern euch die Kletterpartie zusätzlich. Setzt 10 bis 15 Feuer um euren Bunkereingang herum, wir nehmen jedes bisschen Schaden mit. Beschwört nun den Boss und springt in euren Mini-Bunker. Wartet, bis der Uralte sich zu euch bequemt und schießt mit Feuerpfeilen. Die KI wird versuchen, die Feuer rings um den Bunkereingang herum auszutreten, also begibt sie sich in Reichweite eurer Pfeile. Passt auf, dass ihr nicht für den Stampfangriffen des Bosses erwischt werdet. Wenn es knapp wird, lauft ihr einfach weiter in euren Bunker hinein und trinkt einen gesunden Met. Die meisten Angriffe des Bosses werden allerdings harmlos über euch hinwegfegen. Sollte der Uralte es tatsächlich schaffen, Wurzeln in eurem Loch zu beschwören, entfernt ihr diese mit eurer Axt und nehmt den Boss im Anschluss weiter unter Beschuss. Da die KI des Bossbaumes deutlich verbessert wurde, wird der Uralte immer wieder von eurem Bunker Abstand nehmen und in den Wald wandern, um euch etwas herauszulocken. Klettert in diesem Fall aus eurem Loch und behakt ihn mit Pfeilen, bis er sich wieder umdreht. Den Lianenangriffen weicht ihr auf diese Entfernung leicht aus. Sobald der Boss ein weiteres Mal beginnt, Wurzeln zu beschwören, hüpft ihr in euren Bunker, bis die Wurzeln verschwinden. Wiederholt das Spiel, bis der Uralte fällt.
Mit dem Knochenbanst geratet ihr das erste Mal an einen Boss, der ein wenig mehr Aufwand benötigt. Das liegt zum einen an der Umgebung, in der ihr den Knochenbanst bekämpft. Der Sumpf strotzt nur so vor giftigen Egeln, starken Draugerbogenschützen und sogar Sodlingen, die euch mitten im Kampf Feuerbälle ins Genick werfen. Umso wichtiger ist es hier, den Kampfplatz vor eurem Duell anständig zu säubern. Um den Knochenbanst zu finden, sucht ihr Wegvisiersteine in Sumpfkrypten oder verfallenen Steintürmen. Die 10 benötigten verwitterten Knochen findet ihr ebenso wie den zur Vorbereitung nötigen Eisenschrott in den Sumpfkrypten. Neben einer komplett aufgewerteten Eisenrüstung benötigt ihr einen Eisenrundschild und einen Eisenstreitkolben. Achtung, in diesem Fall muss es der Streitkolben sein, denn der Knochenwanst ist extrem resistent gegen Hieb-, Feuer- und Stichschaden. Eure bisherige Abstand halten und Feuerpfeile verschießen Taktik könnt ihr damit leider nicht mehr anwenden. Achtung, steckt unbedingt einen vollen Stapel Giftresistenz-Med in die Tasche. Ohne Giftresistenz habt ihr den Kampf bereits so gut wie verloren. Wenn ihr bereit seid, säubert ihr den Kampfplatz von Feinden und glättet das Gelände ein wenig. Der Knochenwanst besitzt die folgenden Fähigkeiten. Sein Klauenangriff verursacht fiesen Schaden, lässt sich aber gut blocken. Profis versuchen, den Angriff zu parieren, denn das spart Stamina und verhindert, dass Schaden durch den Schild dringt. Da sein Angriff sehr langsam erfolgt, könnt ihr auch mit einer Ausweichrolle durch den Schlag hindurchhechten. Rollt immer in den Angriff hinein, nie vom Boss weg. Ihr solltet während der Nahkampfphase an dem Knochenwanst kleben wie Honig an einem Bienenstock. Seine Schleimbombe wird der Wanst in der Regel hinter euch schmeißen. Beim Aufprall werden sowohl Schleime als auch die Schwert- und Bogenvarianten von Skeletten gespawnt. Kümmert euch augenblicklich um diese Feinde, denn wenn der Wanst 2 bis 3 Schleimbomben wirft, werdet ihr innerhalb von kurzer Zeit überwältigt. Der letzte Angriff des Wanstes ist Schleimkotze. Richtig gehört, der Knochenwanst lehnt sich nach vorne und erbricht eine große Menge an Schleim, der sich rasant über den Boden verteilt. Rennt sofort von dem Knochenwanst weg, wenn ihr diesen Angriff seht. Sollte das nicht funktionieren, nehmt ihr eine Vergiftung in Kauf. Das ist allerdings kein Beinbruch, denn euer Giftresistenzmed schützt euch, indem ihr die Dauer und den Schaden der Vergiftung reduziert. Seine Regenerationsfähigkeit ist schließlich die fieseste Eigenschaft des Knochenwanstes. Er heilt während des gesamten Kampfes Lebensenergie, also lasst euch nicht zu viel Zeit. Der Wanst ist derzeit der einzige Boss, der sich selbst heilen kann. Damit steht ihr auch bei jedem eurer Anläufe vor einem komplett geheilten Boss. Attackiert den Knochenwanst beständig mit eurem Eisenstreitkolben, blockt alle Klauenhiebe und kümmert euch um die spawnenden Feinde. Der Knochenwanst gilt als erste große Hürde für Odins Auserkorene, doch mit guter Vorbereitung und ein wenig Stahl im Rückgrat bewältigt ihr auch diese Herausforderung ohne Probleme. Wer den Wanst auf alternative Weise besiegen möchte, begibt sich zunächst in die Berge, um Frostdrüsen und Obsidian zu besorgen. Kälte mag der Knochenwanst nämlich überhaupt nicht. Dafür erstellt ihr zunächst einen Med der Frostresistenz und eine Eisenspitzhacke, mit deren Hilfe ihr das nötige Obsidian abbaut. Euer nächstes Ziel sind die blauen Drachen, welche die Frostdrüsen fallen lassen. Nach einem kurzen Besuch an der Werkbank seid ihr stolzer Besitzer von Frostpfeilen. Sobald ihr 100 bis 200 Frostpfeile angesammelt habt, fällt ihr ein paar Bäume und begebt euch in den Sumpf. Nun kommen wir zur Vorbereitung des Kampfplatzes und diese hat es in sich. Wir gehen sogar so weit und behaupten, dass die folgende Zielübung kaum noch Ähnlichkeit mit einem echten Kampf hat. Sucht euch einen der unzerstörbaren Bäume in der Nähe des Kampfplatzes aus, errichtet eine Handwerksstation und macht euch an die Arbeit. Zunächst baut eine Treppe, die den Baum entlang hoch in seine Wipfel führt. Dafür könnt ihr entweder tatsächliche Treppen oder kleine Holzplattformen verwenden, die ihr in die Rinde des Baumes steckt. Eine 45-Grad-Stütze in Wipfelnähe stellt die Basis für euer weiteres Vorgehen dar. Und ein breites Baumhaus mit einem Loch im Boden vollendet euer Meisterwerk. Halbhohe Wände stellen sicher, dass ihr den Boss auch noch behaken könnt, wenn er flüchtet. Errichtet hier eine weitere Handwerksstation und klettert wieder hinunter. Achtet unbedingt darauf, genug Treppen zu verwenden. Ihr müsst euer Baumhaus sehr hoch bauen, denn sonst wird der Boss euch mit der großen Hitbox seines Klauenangriffes erreichen. Was nun kommt, können sich clevere Wikinger bestimmt selbst zusammenreimen. Ihr beschwört den Knochenwanst, rennt zu eurem improvisierten Baumhaus, zückt eure Frostpfeile und wartet, bis der Wanst zu euch hinüberkriecht. Schießt nun durch das Loch im Boden. Wenn er sich zu weit entfernt, klettert ihr kurz hinunter und wartet, bis er sich wieder in Reichweite begibt. Der Knochenwanst gehört zu den Bossen, die die größten Probleme mit der alternativen Kampfmethode haben. Seine KI geht oft schlicht und ergreifend kaputt.
Der Rest des Gefechts besteht daraus, genug Stamina zu regenerieren, dass ihr den Boss mit Pfeilen spicken könnt. Ab und zu geschieht es, dass ein paar Schleimer auf eurer Plattform spawnen. Bearbeitet sie mit dem Streitkolben und trinkt einen Giftwiderstandsmet. Wiederholt das Spiel, bis der Knochenwanst im Schlick liegt. Die Zeiten der gemütlichen Boss-Duelle sind vorbei. Ab jetzt wird es ernst. Die Drachenmutter Mode erwartet euch. Ein ehrenhaftes Duell stellt oft ein Todesurteil für euch dar, denn ihr seid extrem von dem Aufbau des Kampfplatzes abhängig. Dazu später mehr. Legt euch unbedingt eine komplette Wolfsrüstung samt Drachenhelm und Fellumhang zu. Ebenfalls unbedingt notwendig sind der Bogen Draugerreißzahn und 1 bis 2 Stapel gesunden Mets. Wir empfehlen euch übrigens stark, den Bogen auf maximale Stufe zu bringen. Moda hat in einem Patch einen großen Schub Lebenspunkte erhalten. Außerdem benötigt ihr einen Jagdbogen, falls euer Draugerreißzahn mitten im Kampf zerbrechen sollte. Richtig gehört, die Entwickler haben die Lebenspunkte von Moda so stark angehoben, dass ihr euch auf einen sehr langen Kampf gefasst machen solltet. Die Wahl der Pfeile ist eure nächste Aufgabe. Grundsätzlich ist die Drachenmutter anfällig gegen Feuerschaden. Giftpfeile sind jedoch derart stark, dass sie auf lange Sicht mehr Schaden anrichten. Wir raten euch deshalb, gleich mehrere hunderter Stapel Gift- und Feuerpfeile einzupacken. Auf diese Weise geht ihr auf Nummer sicher. Die Nahrungsmittel eurer Wahl sollten mindestens Würste, ein Rübeneintopf und eine Karottensuppe sein. Alles, was euch viel Stamina beschert, ist hier eine gute Wahl. Ihr beschwört Moda, indem ihr 3 ihrer Eier sucht und ihrem Altar opfert. Ein kleines Problem gibt es jedoch dabei. Die Eier wiegen mehr als 200 Kilo und lassen sich nicht teleportieren. Achtet auf einen grellen pinken Schimmer, der durch das Weiß der Eiswüste blitzt, und ihr entdeckt die Eier im Handumdrehen. Sobald ihr den Altar findet, auf dem ihr die Eier platzieren müsst, schaut ihr euch um. Wenn ihr Moda wirklich auf klassische Art und Weise bekämpfen möchtet, braucht ihr eine Menge Platz und flaches Gelände. Dummerweise steht der Altar in der Regel auf einem Berggipfel. Also empfehlen wir selbst bei der klassischen Variante, einen mittelgroßen Kampfplatz einzuebnen. Wer Moda auf kleinstem Raum bekämpft, wird nicht lange leben, denn ihre Angriffe haben es in sich. Der Frostregen ist Modas Lieblingsattacke. Dabei erhebt sie sich in die Luft und lässt ein Dutzend Eisgeschosse auf euren Kopf regnen, die bereits ab 2 oder 3 Treffern tödlich sind. Rennt in schräger Linie zu Moda und haltet nicht an, bis sie ihr letztes Geschoss abgegeben hat. Achtung, die Eiskristalle, die am Einschlagpunkt entstehen, sind tatsächlich Hindernisse. Zerschlagt sie mit eurem Schwert. Schlaue Krieger können die Kristalle sogar benutzen, um Modas Sichtlinie zu unterbrechen. Der Frostatem kommt zur Anwendung, wenn Moda landet. Die Drachenmutter atmet eine massive Lanze aus Frostenergie aus, die euch mit einem Treffer töten kann. Wenn ihr seht, wie Moda Luft holt, rennt in schräger Linie hinter sie, bis sie sich wieder beruhigt hat. Der Klauenangriff erfolgt schließlich, wenn Moda sich am Boden befindet und ihr direkt vor ihr steht. Im Idealfall bekommt ihr diese Attacke nie zu Gesicht. Der Angriff ist so mächtig, dass er euch nicht nur mit einem Treffer tötet, sondern auch Steingebäude mit Schadenszahlen von über 5000 Punkten regelrecht atomisiert. Generell gilt, bleibt in Bewegung und begebt euch auf gar keinen Fall mit der Drachenmutter in den Nahkampf. Das ist auch der Grund, warum die klassische Methode mit einer schlechten Bossarena so kompliziert ist. Auf einem Berggipfel lässt es sich nur schwer ausweichen. Solltet ihr Glück haben oder den Kampfplatz vorbereiten, ist der Bosskampf auch dementsprechend einfach. Mit genug Platz könnt ihr Modas Angriffen kinderleicht aus dem Weg gehen und in den Angriffspausen Dauerfeuer mit eurem Bogen geben. Verbergt euch hinter dem Altar, wenn Moda landet, denn auf diese Weise könnt ihr sie oft auf Abstand halten. Sollte euer Hauptbogen zerbrechen, wechselt ihr auf euren Backup. Viel Erfolg! Wenn ihr zu denen gehört, die einen schlechten Spawn abbekommen haben, verzagt nicht. Loki hat die Lösung für euch parat. Für die einfache Variante von Moda benötigt ihr, neben den oben genannten Gegenständen, lediglich eine Eisenspitzhacke, einen Hammer und 1 bis 2 Stapel Holz. Denn anders als die vorherigen Bosse kommt Moda auch mit ihrer geupdateten KI kaum gegen die Bunkertaktik an. Hinter dem Altar setzen wir die Spitzhacke an, dann graben wir uns kreisförmig am Rand entlang nach unten. Der tiefste Punkt sollte direkt vor dem Altar liegen. Wenn ihr nicht mehr hinausschauen könnt, grabt ihr noch 1 bis 2 Schläge tiefer. Ein Dach aus einfachen Holzplatten stellt sicher, dass uns Moda nicht sieht und blockt vor allem ihren Frostregen. Die Geschosse zerstören die Platten, werden aber gleichzeitig von ihnen aufgehalten. Bedeckt den tiefsten Punkt direkt vor dem Altar mit eurem Holzdach. Das war's bereits. Beschwört nun Moda und hüpft in euren Bunker. Nehmt vor ihrem Frostregen Deckung und bessert euer Dach aus, wenn es sein muss. In dem Moment, in dem der Boss auf dem Altar landet, lugt ihr aus eurer Deckung und spickt Modas Gesicht mit Pfeilen. Moda kann mit ihren erdgebundenen Angriffen nicht nach oben oder unten zielen, also habt ihr leichtes Spiel. Sollte die Drachenmutter abwandern, klettert ihr wie gehabt aus eurem Loch
schießt sie ein paar Mal an, bis sie sich wieder in die Luft erhebt und wiederholt das Ganze, sobald sie landet. Solltet ihr Schaden nehmen, bleibt ihr ruhig, trinkt Met und bessert euren Bunker aus. Als derzeit letzter Boss holt der riesige Knochenmann Jaglut alles aus der Trickkiste, was er kann. Doch mit ein wenig Muskelschmalz schnappt ihr euch auch hier den wohlverdienten Sieg. In der Vorbereitungsphase besorgt ihr euch zunächst eine aufgewertete gepolsterte Rüstung. Neben eurem bereits vollständig aufgewerteten Draugerreißzahn schmiedet ihr euch zudem den Hammer Frostner, den ihr freischaltet, wenn ihr Ymir-Fleisch vom Zwergenhändler Haldor kauft. Der Grund dafür ist einfach. Jaglut ist nicht nur ein Feuerboss, der anfällig gegen Frostschaden ist, sondern auch ein Skelett. Und was gäbe es da Besseres als eine stumpfe Hiebwaffe, die obendrein Frostschaden verursacht? Eher vorsichtige Naturen packen obendrein 300 bis 400 Frostpfeile ein. Ein voller Stapel Feuerresistenz-Weizenbein ist ebenfalls ein Muss, denn jeder Angriff Jagluts verursacht Feuerschaden und es gibt noch keine Feuerresistenzrüstung im Spiel. Trinkt also den Wein, bis ihr euch zu den Ohren wieder rauskommt. Um Jaglut zu beschwören, benötigt ihr 5 Kobold-Totems, die ihr in den Kobold-Camps und verlassenen Türmen der Ebenen findet. Der Wegvisier, der euch den Aufenthaltsort des Bosses verrät, steht entweder in einem der Türme oder in einer Steinformation, die an Stonehenge erinnert und damit glücklicherweise leicht zu erkennen ist. Sobald ihr den Bossaltar gefunden habt, checkt ihr, ob ihr alle Tränke, Pfeile und sonstige Items dabei habt und fasst euch ein Herz, denn jetzt wird es ruppig. Der Feueratem kündigt sich an, indem Jaglut seinen Kopf nach hinten lehnt, rennt, ebenso wie bei Moda, in schräger Linie zu dem Boss, um den Inferno auszuweichen. Mehr als eine Sekunde könnt ihr den Angriff nicht mit eurem Schild blocken. Rollt im Notfall lieber aus dem Angriff heraus, als all euer Stamina und im Anschluss euer Leben zu verlieren. Der Feueratem setzt euch in Brand, wenn er euch trifft. Der Meteoritenschauer kündigt sich an, wenn Jaglut seine, von uns aus, rechte Faust hebt. Schaut in den Himmel und rennt in schräger Linie zu Jaglut. Haltet nicht an, bevor der letzte Meteorit aufgeschlagen ist, denn die Felsbrocken tun weh und setzen euch obendrein in Brand. Durch den Winkel, in dem die Meteoriten aufschlagen, könnt ihr sie ebenfalls nicht blocken. Einen mächtigen Schlag bereitet Jaglut immer dann vor, wenn er seine linke Faust hebt. Dabei wird sie, im Gegensatz zum Meteoritenschauer, von einem blauen Schimmer umgeben. Der folgende Schlag wird von einer Schockwelle begleitet, die euch zurückwirft und einen Bereich aus blauen Flammen auf dem Boden hinterlässt. Dieser setzt euch auch dann in Brand, wenn ihr es schafft, den Schlag zu blocken. Jede Attacke von Jaglut wird euren Charakter in Flammen baden, also packt genug Feuerschutzwein ein und versucht, den Boss in der Nähe von Wasser zu bekämpfen. Vor dem Feueratem nehmt ihr am besten hinter dem Altar Deckung, denn die Steinfinger um die Bossarena herum sind zerstörbar und werden den Kampf vermutlich nicht überleben. Solange sie jedoch stehen, könnt ihr die Finger sehr gut nutzen, um Jagluts Meteoritenschauer zu entschärfen, indem ihr sie als vorübergehende Deckung benutzt. Lauft am besten sofort los, wenn der Boss zu einem Angriff ausholt. Stillstand oder die Weigerung, Deckung zu nutzen, sind hier gleichbedeutend mit dem Bildschirmtod. Da sich Jagluts Angriffe nicht blocken lassen, wird die Nahkampfvariante obendrein sehr schwer. Eine bessere Möglichkeit ist es, einen gigantischen Haufen Eispfeile samt eines Ersatzbogens einzupacken und sich auf einen langen Kampf einzustellen. Einen Lichtblick gibt es jedoch, denn Jaglut ist extrem langsam. Wenn ihr euch zwischendurch heilen oder einfach mal verschnaufen möchtet, nehmt ihr einfach die Beine unter den Arm und lauft. Da Jaglut keine Lebensenergie regeneriert, könnt ihr euch so viel Zeit lassen, wie ihr möchtet. Kämpft kontrolliert und werdet nicht gierig, dann fällt auch der mächtige Jaglut eurem Hammer zum Opfer. Eine Anmerkung noch, zum Zeitpunkt dieses Videos kommt die KI von Jaglut nur sehr schlecht mit ihrem eigenen Altar zurecht. Wer arge Probleme mit dem Boss hat, zieht ihn also einfach auf den Bossaltar und hat im Anschluss leichtes Spiel. Sollte diese Methode durch einen Patch behoben werden, greift ihr einfach zur folgenden cleveren Taktik. Bei der alternativen Variante nutzen wir Jagluts Schwachpunkte aus. Er ist riesig groß und er hat keine Beine. Für die clevere Taktik benötigt ihr, neben den vorhin genannten Gegenständen, eine Eisenspitzhacke und eine Harpune. Letztere erhaltet ihr, indem ihr die Seepocken auf dem Rücken der gigantischen Leviathane im Ozean abbaut und daraus Chitin erhaltet. Wenn ihr an eurem Bestimmungsort angelangt seid, tut ihr folgendes. Grabt ein riesiges Loch, in das Jaglut komplett hineinpasst. Dazu grabt ihr mit eurer Spitzhacke, bis ihr nicht mehr tiefer vordringen könnt, und erweitert das Loch in seiner Breite um ca. 3 Wikingerlängen. Wohlgemerkt nur in seiner Breite. Euer Loch sollte wie ein riesiger Briefkastenschlitz aussehen. Der Grund dafür ist, dass Jaglut hineinfallen und sich nicht mehr bewegen darf. In einem zu großen Loch dreht sich der Boss vielleicht um. Why, King?
Nun beschwört ihr Jaglutsch und zieht ihn mit der Harpune in eure Fallgrube. Noch während seiner Aufwachanimation schießt ihr Jaglutsch mit einer Harpune an und rennt, was eure Wikingerbeine hergeben. Springt über euer Loch und zieht immer weiter. Wenn alles gut geht, löst sich die Harpune und Jaglutsch stürzt in die Falle. Mutige Krieger zücken Frostner und nähern sich Jaglutsch von hinten, bis sie den Boss treffen können. Schlagt nun so lange auf ihn ein, bis er es schafft, ein paar Meteore zu beschwören und seinen mächtigen Schlag anzubringen. Nehmt kurz Deckung und wiederholt das Spiel, bis er fällt. Vorsichtigere Wikinger positionieren sich weit entfernt von dem Boss und lassen Frostpfeile regnen. In der Regel würde ich Jaglutsch einfach nur indigniert anstarren, doch ab und zu müsst ihr auch bei dieser Variante vereinzelt Meteoriten ausweichen. So oder so könnt ihr bei Gefahr einfach hinter den nächsten Felsen laufen und in Ruhe euren Heilmet trinken, denn der Boss wird so schnell nirgendwo hinkriechen. Gratulation, ihr habt gerade die Early Access Version von Valheim durchgespielt. Nun könnt ihr euch ganz der Konstruktion beeindruckender Bauwerke widmen. Wenn ihr wissen wollt, wie das am besten funktioniert, schaut euch einfach mal unseren Bauguide an. Und lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da, sollte euch dieses Video hier gefallen haben.